denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind die letzten Worte im Vaterunser vor dem abschließenden Amen. Und für mich sind diese Worte immer so etwas wie ein Höhepunkt, denn ich kann damit all das, was ich noch auf dem Herzen habe, in Gottes Hand legen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das wichtigste Wort in diesem letzten Satz ist vielleicht das Dein. Dein ist das Reich. Diese Betonung bewahrt uns davor, die Reiche dieser Welt religiös zu überhöhen. Das schlimmste Beispiel für eine Perversion des Vaterunser ist für mich die Rede, die Adolf Hitler am 10. Februar 1933 im Berliner Sportpalast gehalten hat. Sie endet mit dem Aufruf an alle Deutschen zu begrüßen und jetzt wörtlich das neue Deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Welch eine Perversion. Das wichtigste Schutzwort gegen solche Perversionen ist das Dein. Dein ist das Reich. Kraft und Orientierung kommt nicht von den Diktatoren, den Autokraten und den anderen selbsternannten Rettergestalten dieser Welt, sondern von dem Gott, der uns unser Leben gegeben hat und es jeden Tag erhält. Diesem Gott, der ein Freund des Lebens ist, der das Recht der Armen schützt, der seine Schöpfung liebt, diesem Gott, dem kann ich, dem will ich mich anvertrauen und sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.